Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich hier die Glossy Box Elemis Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Limited Edition war so dermaßen schnell ausverkauft, dass ich es leider nicht mehr geschafft habe, eine Box quasi durch Glossy Points oder durch eigenes Geld selber zu kaufen. Die hier habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossy Box Team an dieser Stelle. Die hat nämlich 35 Euro für Abonnenten gekostet und 45 Euro für Nicht-Abonnenten. Und ich werde tatsächlich in diesem Video auch etwas verlosen. Das wird ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket sein. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und Sammy ist gerade hier von links nach rechts einmal komplett um den Tisch gelaufen. Und für diese akrobatische Leistung kriegt er natürlich ein Leckerli. Natürlich, ne Sammy? Aber jetzt musst du weitergehen. Nein, er will jetzt da bleiben. Okay, ist in Ordnung. Elemis ist eine sehr, sehr hochpreisige, hochwertige Pflegemarke, die ich auch sehr, sehr schätze. Wir haben immer mal wieder in der Glossy Box und auch in der Look Fantastic Beauty Box und auch in den Adventskalendern von den beiden Boxen sowohl die Cremes drin gesehen, als auch den Cleanser oder den Toner. Und jetzt bin ich einfach super gespannt, was sich hier drin verbergen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich da schon richtig drauf. Hier haben wir das Glossy Boxen Logo im Deckel und alles ist so in diesem, ja, blau, hellblau, ne? Dieses, sehr, weiß ich nicht, ansprechende. Das schreit nach Pflege, das mag ich gerne leiden. Und ich glaube auch, ne, Elemis ist ja auch quasi in diesen Farben immer so gut gehalten. Hier haben wir sogar das Schleifchenband, da steht drauf Glossy Box x Elemis, also da scheint jemand ganz, ganz stolz zu sein, dass es diese Kooperation gibt, finde ich auch total super. Und Glossy Box hat ja auch immer mal wieder diese Kooperation mit Benefit, mit Barbour und so weiter und so fort, mit Grazia gab es auch eine ganz tolle LE. Und hier haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und bevor ich jetzt hier gleich das Seidenpapier nehme, das mache ich jetzt mit euch mal zusammen auf, können wir schon mal direkt den ersten Blick in die Box wagen. Aber ich möchte gerne noch ein paar Randinfos mit euch teilen. Hier haben wir nämlich einmal die Produkte, die sieht man gar nicht so, ne? Genau, ich meine, dass auf der Homepage auch der ein oder andere Teaser zu sehen war und auch auf der Instagram-Seite von Glossy Box. Und hier steht so ein kleiner Prolog drin. Deine Haut ist nicht nur dein größtes Organ, sondern transportiert auch Schönheit, Jugendlichkeit und tolle Ausstrahlung nach außen. Vorausgesetzt, du kümmerst dich gut darum. Genau dafür haben wir gemeinsam mit Deutschlands Nummer 1 Hautpflegemarke aus Großbritannien, Elemis, eine unvergleichliche Glossybox kreiert. Die sorgfältig ausgewählten Essentials versorgen deine Haut mit tollen Pflegestoffen, Beauty-Boostern und jeder Menge Feuchtigkeit gegen die ersten Anzeichen der Hautalterung. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Das finde ich schon mal cool. Und einen Gutschein gibt es auch noch an die Hand. Und zwar gibt es 20% Rabatt auf die auf den Einkauf bei Elemis. Ausgenommen sind die Produkte der Ultra Smart Pro Collagen Linie, Sets, Produkte in Reisegrößen und Gutscheine. Und das ist Glossy Box 20, das steht hier hinten drauf. Und ja, das finde ich schon mal ganz nett. Da kann man sich auf jeden Fall was nachshoppen, wenn man möchte. Dann schauen wir uns mal die Produkte an. Und hier nehme ich zuallererst das größte Produkt raus. Und den hatte ich jetzt letztens irgendwo in einem Adventskalender drin. Das ist von Elemis der Soothing Apricot Toner. Und das ist ein Sprüher mit 200 Millilitern. Und das verwendest du im Prinzip einfach, nachdem du das Gesicht gereinigt hast, um die Haut auf die darauf folgende Pflege vorzubereiten. Natürlich ist es so, dass wenn man seine Hautpflege umstellen sollte und vielleicht die Produkte auch in die Hautpflege integrieren möchte, dass man das Ganze wirklich ganz vorsichtig und Schritt für Schritt, Stück für Stück machen sollte und nicht von heute auf morgen die komplette Hautpflege ändern, weil dann ist die Haut irritiert. Da kann die meiste Haut kommt damit nicht klar. Ich habe sensible Haut und ich brauche immer eine ganze Zeit, um meine Hautpflege umzustellen, bis ich dann halt sage, okay, ich verwende jetzt nur noch das und das Produkt, die und die Creme zum Beispiel, ne? Und beim Toner würde ich persönlich das ein bisschen entspannter sehen. Also, ne, da steige ich immer relativ, wenn leer, dann das nächste Produkt um. Bei einer Creme oder bei einem Serum ist das ein bisschen was anderes. Und ja, hier freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Ich liebe Toner und meine Haut tut es auch immer ganz gut. Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall beruhigend, genau. Und das soll den pH-Level der Haut angleichen. Ohne Alkohol, das finde ich auch sehr, sehr nett, weil
Alkohol trocknet die Haut aus, sensible Haut, kann das nicht gut gebrauchen. Klasse. Das ist schon mein erstes, ganz tolles erstes Produkt. Und dann nehme ich hier das zweite raus, das ist ein bisschen kleiner. Oh, Elemis Dynamic Resurfacing Facial Wash Anti-Aging, 30 ml haben wir hier drin. Das ist ein Reinigungsprodukt. Ich liebe das Wort Resurfacing, also als ob mir das eine andere Haut verschaffen würde. Ich glaube es eher weniger. Und das finde ich aber sehr, sehr cool. Ich verwende sowas als Double Cleansing Produkt, das heißt, ich verwende erst einen Abschminkbalm. Hoffentlich haben wir den hier drin. Ich sehe hier so einen kleinen Tiegel. Ich glaube, das ist der. Ein Abschminkbalm, genau, um das ganze Make-up einmal so aufzubrechen und Mascara so ein bisschen runterzunehmen und so. Und dann wasche ich mein Gesicht unter laufendem Wasser halt unter der Dusche, weil danach springe ich direkt unter die Dusche. Und unter der Dusche verwende ich dann eben so ein Gel oder Schaum oder sowas und mache damit nochmal die Tiefenreinigung der Haut. Und das finde ich cool. Das mag ich. Ja. Und das soll auch noch Smoothing sein. Also quasi weichmachend, quasi smooth, ne? Und hier haben wir das andere Pöttchen. Ja, das ist er. Der Pro Collagen Cleansing Balm. Das ist so ein teures Produkt. Hier haben wir drin 20 Gramm. Das ist ja richtig, richtig teuer, ne? Ich mag den wirklich gerne und ich freue mich auch drüber, dass ich den wieder drin habe und werde ihn auch wieder verwenden. Meine Haut verträgt den richtig gut. Er nimmt mein Make-up gut runter und ich habe einfach mit diesen Cleansing Balms meine Freude. Hatte in dem Glossy Box Osterei war das, glaube ich, oder Look Fantastic Osterei, das weiß ich gar nicht, oder Muttertagsedition, einen großen Pott davon und ja, der hat mir sehr gut gefallen und jetzt habe ich wieder Nachschub. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied ist zwischen diesem Eierschalen-gelb farbenen Balm und es gibt ja auch noch den normal hellblauen, ne? Weiß ich nicht, wo der Unterschied liegt, aber... Oder rosa? Oder gibt es drei? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, sind die sehr gut alle, ne? Die gefallen mir. Das ist halt nicht so hautaustrocknen und so weiter und nimmt sanft das Make-up runter, nimmt auch vor allem Mascara und so ein Kram. Das ist bei mir immer eine ganz große Geschichte. Ich verwende ziemlich viel Zeit mit Pflege, Pflege von meinem Gesicht, Pflege von meiner Haut, Pflege von meinen Augen, von meinen Wimpern, habe ein krasses Wimpernserum und den Effekt, den dieses Wimpernserum macht, was ich mal in der Infobox verlinken kann, möchte ich nicht kaputt machen dadurch, dass ich irgendwelche Produkte verwende, die meine Wimpern schädigen oder ausfallen lassen oder abbrechen lassen und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich einen Balm verwenden kann und ja. Milde Abschminkprodukte halt, ne? Dann habe ich hier ein Produkt mit dabei, was nicht ganz so mild ist. Und zwar ist es ein Pro Collagen Tri-Acid Peel Anti-Wrinkle 8% Säure. Okay, wow. 10 ml haben wir hier drin. Und sowas ist dann, ja, wie so ein Gesichtspeeling zu sehen. Sollte man nicht häufiger als ein, zweimal pro Woche verwenden. Und das wird mit, ich denke, was nicht, Tri-Acid? Was ist das denn? AHA, BHA und irgendwas anderes wahrscheinlich, ne? Rinse off after 15 minutes, also du lässt es wirklich 15 Minuten drauf. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das so funktioniert. Ich habe bislang eigentlich immer nur so diese Enzympeelings oder Säurepeelings verwendet, die ich halt direkt abwaschen konnte. Und da habe ich auch immer direkt diesen Effekt gemerkt. Und hier hast du dann wirklich, dass es 15 Minuten einwirken. Wow, da habe ich ein bisschen Angst, dass es wirklich, hier müsste Resurfacing draufstehen. Habe ich ein bisschen Schiss vor, aber mal gucken, werde ich ausprobieren. Und auch sowas wirklich erst an irgendeiner unauffälligen Stelle ausprobieren. Ich hatte letztens nämlich einen, der war mir zu hardcore und den habe ich direkt auf dem ganzen Gesicht angewendet. War nicht so gut, vor allem, weil ich sowas unter der Dusche anwende. Und dann habe ich das abgewaschen und es ist natürlich komplett runtergelaufen. War auch nicht so gut für mein Dekolleté, wenn ich das mal so sagen darf. Und so. Und hier haben wir dann, nee, noch nicht ganz das letzte Produkt, das vorletzte Produkt. Oh, da sehe ich auch noch was Interessantes. Hier haben wir auch eine Tagescreme drin, die Pro Collagen Marine Cream. Und da sind drin 30 ml. Ich glaube, die Originalgröße hat irgendwie 50 ml und kostet über 100 Tacken. Der Wahnsinn. Eine sehr, 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 sehr angenehme Creme, die feuchtigkeitsspendend ist und ja, sanft zur Haut ist. Ne? Das ist, finde ich, cool, dass es auch mit hier dabei ist in so einer großen Größe. Da kann man auf jeden Fall mal eine ganze Weile sich darüber freuen. Ne? Ich mag Meereskosmetik und das ist ja auch eine Marine Cream. Deswegen, voll mein Ding. Okay, und dann habe ich hier das letzte Produkt, Papaya Enzym Peeling. Das meinte ich nämlich. Das ist das, was du halt drauf machst und dann direkt abwaschen kannst. 15 ml sind hier drin enthalten. Wobei, nein, das hier lässt du auch 10 Minuten drauf. Das ist auch neu für mich. Okay, ja, sowas werde ich auch mal ausprobieren. Ich bin ja weg von den ganzen mechanischen Peelings, weil ich gehört habe, dass es gerade bei sensibler Haut nicht so gut ankommen soll. Und seitdem ich das halt auch wirklich mache, dass ich da umsteige, ich habe mich gerade selber kurz im Spiegel angeguckt, ne?
weil ich das gestern Abend noch verwendet habe. Also seitdem ich das verwende, ist wirklich meine Haut deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Also generell Enzympeelings oder Säurepeelings, ne? Und ich weggehe von den ganzen mechanischen Peelings. Cool. Echt. Hätte nicht gedacht, dass man so lange... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, wo jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Viechern ist. Wahrscheinlich ist das ein Säurepeeling und das ein Enzympeeling und das ist dann der Unterschied. Keine Ahnung, muss ausprobiert werden. Aber wie gesagt, vorsichtig anwenden. Mega geile Box. Also da kann ich also vollkommen verstehen, ne? Wenn die für 35 Euro angeboten wird, dass sie so ruckzuck weg ist. Ich glaube 175 Euro war da als Wert angegeben. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das an Wert hier drin haben. Und ein tolles Geschenk von der Glossybox an die Abonnenten oder auch an die Nicht-Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ganze jetzt verfügbar war. Ich drehe jetzt um 5 Uhr nachmittags am, was ist heute? 21. September das Video. Und dementsprechend, ne, jetzt ist die schon längst ausverkauft. Ich glaube, 10 Uhr ist meistens die Vorverkaufsrunde für die Abonnenten. Und um 12 Uhr können dann quasi alle die Box kaufen. Ich fand die klasse, ja. Falls ihr Bock habt, die Glossybox zu abonnieren, habe ich euch auch unten in die Infobox Links reingesetzt und auch so Codes und so weiter, dann bekommt ihr die ein bisschen günstiger. Ich glaube, einer ist für 5 Euro, einer ist für 20%. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!